Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von So Simple. Mein Name ist Sabine und ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht kennst du mich ja schon von meinen Nähbüchern, von meinem Nähblog oder von meinem Näh-Podcast. Näher dran heißt er. Und du findest ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Schauen wir uns mal das heutige Projekt an. Das ist die Kosmetiktasche mit einem breiten Boden, die wir heute nähen wollen. Der Stoff wird auf Styleville gesteppt. Die Ecken sind ganz sauber verarbeitet und du kannst natürlich süße Deko-Elemente verwenden, um deine Tasche nochmal zu personalisieren und ihr einen wunderschönen Look zu verleihen. Ich habe hier so ein Filzherz genommen. Die Tasche hat eine ordentliche Größe und das Schnittmuster kannst du dir kostenlos bei So Simple runterladen. Der Schnitt heißt Easy Reißverschlusstasche. Und der breite, angesetzte Boden, der sorgt dafür, dass die Tasche auch einen guten Stand bekommt. So sieht der Boden aus. Und ich habe die ganze Tasche in Kordsteppung genäht. Also ich habe immer wieder füßchenbreit den Stoff auf ein Vlies gesteppt. Das ist das Schnittmuster und das verlängere ich jetzt erstmal um 6 cm. So sieht der ganze Spaß jetzt aus. Und dann können wir schon mit dem Nähen starten. Bevor wir mit dem Nähen und dem Zuschnitt starten, wird erstmal das Stoffstück gequiltet. Gib rund um das Schnittmuster ungefähr 2 cm Stoff zu und schneide deine Stoffstücke zu. Der Boden besteht aus jeweils 2 8 cm hohen Stoffstreifen. Auch hier habe ich ein bisschen mehr zugegeben. Der exakte Zuschnitt der Außenseite erfolgt dann nach dem Quilten. Hier habe ich also 2 Stoffstücke für die Außenseite 20 x 30 cm groß und den Zuschnitt für den Boden, der ist 8 x 30 cm groß. Nähe das Bodenteil an der langen Kante rechts auf rechts an die untere Kante des ersten Außenteils. Bügle die Nahtzugabe zu einer Seite. Jetzt brauchst du das Styleville, das so groß sein soll, dass dein zusammengesetztes Stoffstück gut drauf passt. Besprühe das Styleville mit temporärem Sprühkleber und klebe den vorbereiteten Stoffzuschnitt auf das Styleville. Steppe den Stoff mit einem längeren Geradstich, zum Beispiel 3,5 bis 4 mm, auf das Styleville. Die Stepplinien sollten bei der Kordsteppung ungefähr füßchenbreit verlaufen. Für größere Abstände kannst du auch den Abstandhalter am Nähfuß verwenden. Wenn du magst, kannst du statt dieser geraden Stepplinien auch besondere Motive im Stoff mit einer kurzen Stichlänge hervorheben, indem du einfach drumherum nähst. Schneide Außenstoff und Futter mit dem um 6 cm verlängerten Schnittmuster für die Easy Reißverschlusstasche zu. Du brauchst zweimal das Futter und zweimal die Außenseite. Achte beim Zuschnitt darauf, dass der angesetzte Bodenstreifen des Stoffzuschnitts auch wirklich 6 cm breit ist. Zeichne in Futter und Außenseite 5x5 cm große Ecken für den Taschenboden an. Schneide die Ecken für den Taschenboden aus. So sollte das jetzt aussehen. Jetzt brauchst du den aufgefädelten Reißverschluss, der 3 cm kürzer ist als die obere Kante und ein Stück Schrägband oder einen doppelt nach innen gefalteten Stoffstreifen, der 5 cm breit ist. Mit dem verblenden wir jetzt die Enden des Reißverschlusses. Hier haben wir einen Abstand von 1,5 cm zur seitlichen Kante. Und das ist mein Stoffstreifen, den habe ich schon mal an den langen Kanten doppelt nach innen gebügelt. Und so werden die Enden jetzt gleich eingefasst. Hier wird knappkantig abgesteppt. Schiebe den Reißverschluss in die offene Seite des Stoffstreifens oder des Schrägbands. Nähe das Schrägband knappkantig an den Reißverschluss. So sollte das jetzt aussehen. Und jetzt wird das Schrägband auf die Breite des Reißverschlusses eingekürzt. Damit ist der Reißverschluss vorbereitet und wir können uns ums Einnähen kümmern. Markiere die langen Kanten des Reißverschlusses und der oberen Taschenkante an allen Schnittteilen. Ich mache mir hier einfach so einen Knips innerhalb der Nahtzugabe. So sollte das jetzt aussehen.
Und das Ganze mache ich jetzt mit den Schnittteilen auch nochmal. Ich falte einfach die seitlichen Kanten aufeinander und mache mir hier in der Mitte einen Knips. Dadurch kann ich dann den Reißverschluss wunderbar mittig an die Stoffteile stecken. Stecke den Reißverschluss bündig rechts auf rechts mittig an die obere Kante des ersten Außenteils. Die Stofflagen schließen bündig miteinander ab. Stecke das erste Futterteil rechts auf links an den Reißverschluss. Achte darauf, dass die Mittelmarkierungen aufeinandertreffen. So sollte das jetzt aussehen. Nähe den Reißverschluss mit dem Reißverschlussfuß und einer Nahtzugabe von 1 cm ein. Das sieht dann so aus. Falte beide Teile vom Reißverschluss weg, sodass die eine Reißverschlussseite frei liegt. Stecke das zweite Außenteil rechts auf rechts an den Reißverschluss. Jetzt drehe ich mir das Ganze um und stecke das zweite Futterteil rechts auf links an den Reißverschluss. Eine kurze Kontrolle, bevor wir an die Nähmaschine gehen. Die beiden Futterseiten und die beiden Außenseiten liegen rechts auf rechts aufeinander. Und dann wird auch auf dieser Seite wieder der Reißverschluss mit einer Nahtzugabe von 1 cm eingenäht. Dabei achte ich darauf, dass alle Stofflagen bündig aufeinander liegen. Ich nehme hier übrigens zum Reißverschluss einnähen den schmalen Reißverschlussfuß von Bernina. Der hat so einen kleinen Bügel, mit dem ich Abstände wunderbar einhalten kann. Der eignet sich übrigens auch super zum Absteppen des Reißverschlusses. Das mache ich jetzt hier. Also steppe die Kante neben dem Reißverschluss knappkantig mit einem Geradstich ab. Ich verwende hier eine Stichlänge von 3,5. So sollte das jetzt aussehen. Öffne den Reißverschluss ein Stück. Das ist wichtig, damit wir die Tasche später durch den Reißverschluss wenden können. Stecke die Außenteile jeweils bündig rechts auf rechts aufeinander. Dasselbe machst du auch mit den Futterteilen. Markiere im Boden des Futters eine Wendeöffnung von ungefähr 6 bis 7 cm. Die Kanten werden jetzt mit einer Nahtzugabe von 1 cm abgenäht. Die Wendeöffnung bleibt natürlich frei. Beim Zusammenstecken achte ich jetzt darauf, dass die Nahtzugaben neben dem Reißverschluss auseinandergeklappt sind und dass die Nähte genau aufeinandertreffen. Weil durch dieses Style-Will bzw. zwei Lagen Style-Will und zwei Lagen Stoff, die Lagen ganz schön dick sind, verwende ich hier etwas längere Stecknadeln. Hier habe ich jetzt die Wendeöffnung, die markiere ich mir durch zwei quergesteckte Nadeln. Wichtig ist auch hier, dass alle Stofflagen wieder bündig miteinander abschließen. Und weil die Nadel beim späteren Zusammennähen ein bisschen länger braucht, um diese dicken Stofflagen zu durchdringen, solltest du ruhig langsam nähen und dir Zeit lassen. Wenn du wie ich hier einen normalen Baumwollstoff verwendest, genügt eine Universalnadel in der Stärke 80 bis 90. Nähe mit einem Geradstich und 1 cm Nahtzugabe einmal alle Kanten ab. Die Ecken werden noch ausgespart und die Wendeöffnung natürlich auch. Du kannst hier von der Rückseite des Dyewills sehen, dass sich ein paar Motive im Stoff mit einer einfachen Steppnaht hervorgehoben habe. Das lässt sie direkt plastischer aussehen und hebt sie wunderschön hervor. Das sorgt für einen extra Hingucker. Falte die Ecken so auseinander, dass Boden und Seitennaht genau aufeinandertreffen. Klappe die Nahtzugaben hier auseinander, damit die Nähte in diesem Bereich schön glatt liegen. Nähe alle vier Ecken mit einer Nahtzugabe von 1 cm ab. Und weil durch dieses schaumige Style-Will richtig Spannung auf den Taschenecken ist, nähe ich hier ein paar Mal hin und her. Das sollte dann so aussehen. Das Ganze mache ich natürlich im Futter auch nochmal. Kürze die Nahtzugaben an den Ecken und neben dem Reißverschluss bis kurz vor die Naht ein. Dann lassen sich die Nähte besser ausformen.
Wende die Tasche durch die Wendeöffnung. Forme alle Ecken und nähte gut aus. Bügle dann die Nahtzugaben der Wendeöffnung 1 cm nach innen um. Du kannst die Wendeöffnung jetzt mit einer Naht per Hand schließen, zum Beispiel mit einem Matratzenstich oder mit der Nähmaschine. Ich mache das hier mit der Nähmaschine. Schließe die Wendeöffnung knappkantig mit einem Geradstich. Knappkantig bedeutet, dass ich 2 bis 3 mm neben der Stoffkante nähe. Übrigens findest du bei uns auf dem Blog nicht nur das Schnittmuster für die Easy Reißverschlusstasche, mit der du übrigens auch eine wunderschöne flache Tasche nähen kannst, sondern die komplette Bilderanleitung, in der ich dir nochmal alles Step by Step erkläre und zeige. Natürlich findest du dort auch alle Materialien, die ich verwende, und Tipps, wie du sie am besten verarbeitest. Schiebe das Futter in die Tasche und bügle alles nochmal ordentlich aus. Die Ecken hier forme ich gerne mit einer Schere oder mit einem Essstäbchen aus. Darauf solltest du auf keinen Fall verzichten. Das bringt die schöne Form der Tasche besonders gut rüber. Ich habe hier noch so ein kleines Label eingesetzt beim Schließen der Seitennaht. Und freue mich einfach über diese tolle Kordsteppung. Die kommt mit Styleville am allerbesten rüber, finde ich. Und dieses Styleville gibt es übrigens auch als Styleville Fix zum Aufbügeln. Wenn du dich mit Fliesen und der Verwendung von Flieseline nicht so richtig auskennst, dann schau dir auch gerne mal meinen Blogbeitrag zum Thema Stoffe verstärken an. Da erkläre ich dir nicht nur, wie man verschiedene Flieseline-Produkte verwendet, sondern auch, für welche Projekte sie geeignet sind. Verlinke ich dir in der Infobox unterm Video, genauso wie das Schnittmuster und die Bilderanleitung für diese Tasche. Und mit diesem süßen Filzherz greife ich nochmal das Thema des Stöffchens auf. Das finde ich ganz besonders charmant. Vielleicht hast du ja jetzt Lust bekommen, dir auch so eine wunderschöne Kosmetiktasche mit Kordsteppung zu nähen. Dann schnapp dir den tollsten Stoff, den du finden kannst und leg los. Vielleicht bist du ja auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das würde mich freuen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!